meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nicht wie gewohnt heute backe ich oder koche ich. Ich war heute nach der Arbeit bei DM und bei Rossmann und heute bekommt ihr so einen kleinen Haul von mir. Die Preise dazu sage ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch einfach nur, was ich eingekauft habe. So, zweimal Todesmeermaske, dann sind es vier Aktivkohle Peeling-Off-Masken und dann habe ich gekauft vier Peeling-Off-Masken nochmal, um die Poren zu reinigen. Ihr könnt mir, ich habe diese Masken noch nicht probiert, ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie eure Erfahrungswerte mit den Masken sind. Wäre schön. So, dann Creme-Seife war im Angebot. Habe ich natürlich auch zugeschlagen, wie immer. Ihr kennt mich ja. Wer schon mal so ein Haul von mir gesehen hat, der weiß, dass ich dann zugreife. Dann sind diese Silikonen. Teigschaber runtergesetzt gewesen, habe ich natürlich mir auch nicht entgehen lassen und habe es gekauft. Sowas kann man ja immer gebrauchen. Dann gab es zweimal Rouge, einmal Light Toffee und einmal Vintage Rosé. Dann habe ich neue Farben entdeckt bei Rossmann. Bin mal gespannt, wie die sind. Das ist meine Farbe. Warten wir es mal ab. Das sind ganz, scheinen auch ganz neu zu sein. Ich habe früher noch nicht gesehen gehabt. Dann, nach einem langen Arbeitstag, was für die Füße. Zum Wohlfühlen wieder. Was zum Duschen ist auch neu, war auch runtergesetzt. Aber will ich mal ausprobieren. Ich habe dran gerochen. Die riechen richtig, also das riecht richtig genial. Riecht richtig klasse. Dann habe ich so ein Volumenspray gekauft. Dann habe ich mal gekauft 3 in 1 Volumen Mascara. Und Maximum Eye Mascara. Mal gucken, wie die sind. Dann einen Primer. Dann probiere ich mal aus dieses Zwei-Phasen-Make-up. Habe ich auch noch nicht gehabt. So, das ist jetzt, glaube ich, so alles gewesen, was ich bei Rossmann gekauft habe. Das schiebe ich jetzt mal so ein bisschen an die Seite und fange jetzt an mit DM. Da habe ich Handcreme gekauft, diese Coffee Cake. Dann habe ich auch mir mal diesen Handschaum gegönnt. Also wenn man aufmacht und riecht, der riecht schon so geil. Mal gespannt. Nochmal Hand, Lotion. Ich glaube, ich entwickle mich zum Handcreme für die Schicht. Jo, dann aufs gerne Seite. Du wirst erschlagen heute. Dann auch ein Make-up mit Concealer gleich. Mal gucken. Dann von Altera. Ein Concealer und ein Lippenstift, einen matten Lippenstift. Mir hat die Farbe total gefallen. Und zwar ist das die Farbe, mal gucken, ob es drauf steht, aber eigentlich müsste es ja drauf stehen. Ich kann das jetzt auch so richtig toll lesen. Ach, für Dove steht es auch hinten dran.
Das ist die 02 Dark Violett. Ist auch runtergesetzt gewesen für 2,49. Mal gucken. Also wie gesagt, von der Farbe hat es mir sehr gut gefallen. Dann noch mal einer. Ups. Jetzt habe ich zu viel in der Hand. Dann habe ich mir noch mal einen gegönnt von Essence. So wie jeden Tag an der Arbeit. Dann nimmt man ja nicht so was Auffallendes. Das ist Instant Color Ultra Last 01. Und zwar ist das Sand. Dann musste mal was ran für den süßen Zahn. So, dass man sich das mal in die Tasche stecken kann, so ein Riegel. Dann habe ich von Essence Camouflage zwei Concealer. Die sind nämlich echt super. Und die haben eine richtig gute Deckkraft. Dann habe ich zweimal gekauft von Essence Color Liquid Concealer. Auch gleich zweimal, damit ich es auch liegen habe. Dann gab es noch mal Kokosnusswasser, aber zum Waschen oder Duschen. Und dann habe ich mir noch mal Wimpernstyler gegönnt, um die Wimpern dann noch mal ein bisschen nachzuformen, wenn man sie getuscht hat. So, das war es jetzt im Großen und Ganzen, wenn ich nichts vergessen habe und nichts mehr in meiner Tüte ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre natürlich super, ein Däumchen hoch zu geben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre es natürlich auch cool, ein kleines Abo dazulassen. Ist natürlich kostenlos, wie ihr wisst. Ansonsten bleibt mir schön gesund und munter. Ich wünsche euch ganz fröhliche, schöne Weihnachten mit ganz vielen schönen Geschenken. Ja, was will ich jetzt noch groß sagen? Auf jeden Fall bis ganz bald, eure Ella.